So, es ist endlich soweit. Das Paket, worüber ich in meinem letzten Video gesprochen habe, ist endlich angekommen. Und ich habe mich jetzt entschieden, doch nochmal alles zum größten Teil neu aufzunehmen, weil, wie ich da schon erwähnte, die ganzen Aufnahmen sind inzwischen über 2 Monate alt. Und das ist alles nicht mehr so aktuell. Genau, es geht um die Drohne. Ich glaube inzwischen 9 Wochen Verspätung ist das angekommen. Ich weiß auch immer noch nicht genau, woran es lag. Es lag jetzt auf jeden Fall zusätzlich noch beim Zoll. Heißt also, es wurde losgeschickt, es war pünktlich unterwegs. Es lag dann nach 3 Wochen Shipping, lag es in Frankfurt am Main. Ist es angekommen und die DHL wusste nicht, was dann Sache ist und haben mich da gemeldet und die wussten halt nichts und habe den Absender angeschrieben, der hat sich nicht gemeldet, bis heute nicht, weil, keine Ahnung, Corona. Und dann habe ich auf einmal eine Nachricht bekommen, es liegt was bei der Post wegen Zoll. Ja, super. Auf der einen Seite war ich froh, weil es kann nur das eine Paket gewesen sein. Auf der anderen Seite dachte ich mir natürlich, die Wichser, die wollen wieder Geld haben. Das ist ja so typisch, wenn man was aus Amerika bestellt. Man hat Shippingkosten, dann hat man noch Zoll. Dann haben die natürlich, weil es ein paar Stunden, oder sagen wir mal einen halben Tag, lag es dann bei der Post oder es lag auch vorher noch beim Zoll, wer weiß wie lange, haben die natürlich auch nochmal draufgehauen. Das heißt, nur weil das Paket jetzt aus Amerika nach Deutschland gekommen ist, habe ich insgesamt fast 20 Euro mehr bezahlt als jemand, der nicht aus Deutschland kommt oder aus der EU. Das ist wieder, alles schwachsinnig. Ich hoffe mal, dass ich habe es nur geöffnet, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich hoffe, man sieht jetzt nichts, was ich nachher zensieren muss, irgendwelche Adressen oder so. Aber wir können jetzt mal gucken, was... So, das erste, das sieht schon so aus, als sollte ich das besser nicht rausziehen, sonst muss ich es zensieren. Aber wir gucken jetzt mal. Achso, das liegt da drin, das ist ein Umschlag. So. Da sehen wir schon. Die Folie für meine Drohne. Ich habe natürlich auch Werbung Skinnet. Da habe ich die bestellt. Warum? Ganz einfach, ich habe nach einer Seite gesucht, wo ich mir mein Design für die Drohne selber zusammenstellen kann. Mein eigenes Design, so wie ich es haben will. Und ich habe nur eine vernünftige Seite gefunden, das ist die Seite Skinnit. Das ist jetzt hier kein Product Placement, ich kriege kein Geld. Das ist einfach nur, weil das die einzige Seite ist, die ich gefunden habe. Ich habe weniger bezahlt, weil ich so einen Code angegeben habe. Die kann man übrigens auch googeln. Das zeige ich aber in einem anderen Video, was ich vor 8 Wochen aufgenommen habe. Deswegen mal gucken, ob die Codes kann jeder benutzen. Ich denke, das ist jetzt nicht wild, wenn ich das hier in die Kamera halte, falls da noch jemand was bestellen will. Ich habe das auf jeden Fall komplett selbst erstellt, das Design. Wie, das zeige ich in einem anderen Video. Deswegen steht auch nachher auf einem Flügel drauf. Bin ich mal so dekadent gewesen. Ich habe meinen Namen mit drauf geschrieben. Borderlands. Ne? Ich denke, jeder sollte inzwischen mitbekommen haben, was für ein Design das ist. Es handelt sich nämlich hier um ein rot-schwarzes Hyperion-Design. Und jeder, der die Borderlands-Spiele gespielt hat, weiß, dass die Angriffsdrohne namens Wolf von dem Spielcharakter Wilhelm in dem Spiel Borderlands Pre-Sequel Wolf heißt und eine Hyperion-Angriffsdrohne ist mit einem rot-schwarzen Hyperion-Design. Und das ist das Design, was ich mir jetzt selbst für meine Drohne erstellt habe. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das aussieht. Wie ich das Design erstellt habe, das werde ich, ein eigenes Video machen oder hier mit dranhängen oder jetzt hier reinschneiden. Muss ich mal schauen. Das Material ist am PC aufgenommen und es ist teilweise lückenhaft, weil mein Aufnahmeprogramm Faxen gemacht hat und ich muss mal gucken, was ich da von verwerten kann. So, die Fernbedienung ist beklebt. Ich muss sagen, die Qualität des Vinyls, so Vinylsticker sind das, sind okay. Natürlich ist es ein bisschen fricklig hier mit den Rundungen, aber kleben tut er.
Ob der jetzt am Rand hält, wird sich zeigen. Was ich natürlich noch erwähnen sollte, die sind halt so von den Vinyls her, dass man die wohl angeblich vorsichtig wieder ablösen kann und dann woanders wieder draufkleben. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal ein anderes Design haben will oder eine neue Fernbedienung hat oder eine neue Drohne, ein Arm ist kaputt gegangen von der Drohne, man holt sich einen neuen, dann kann man die Sticker vorsichtig abziehen und wieder neu draufkleben. Das sollen die wohl abhaben können, solange man da nicht so viel Dreck draufkommt. Anderer Vorteil von dem Vinyl ist auch, es ist ein bisschen einfacher zu verarbeiten, wenn es wärmer ist. Das heißt, wenn ich jetzt nachher sehe, dass die Ecken hier nicht so gut sind, dann müsste ich theoretisch auch einfach mit einem Heißluftföhn, natürlich vorsichtig mit der ganzen Elektronik, das leicht erwärmen können und dann nochmal glatt streichen, dann müsste es noch besser halten. Ich bin mir ganz nicht sicher, es ist schon so lange her, dass ich das bestelle, ich glaube, es stand auch irgendwo bei, dass man die vorher auch warm machen soll, bevor man die aufklebt, aber die Möglichkeit habe ich jetzt leider nicht, weil ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das Teil kommt. Und das, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Heißluft von mir und es muss erstmal so gehen. Ich denke auch mal, dass das schwerste Teil ist, weil die anderen Teile haben alle nicht so viele Rundungen. Weil wenn man jetzt überlegt, das sind alles hier alles gerade Flächen, ne, leicht gebogen, aber das sollte nicht das Problem sein. Das hier sind alles gerade Flächen, unten sieht das Ganze genauso aus. Also ich denke mal, dass hier so um die Schalter drumherum schon die anspruchsvollsten Stellen sind, die man hier überhaupt bekleben muss. Das heißt, da muss ich dann vielleicht nachher einfach nochmal mit einem Föhn das ein bisschen warm machen, glatt streichen, dann soll das passen. Aber ich finde jetzt so vom Design schon mal nicht verkehrt. Also so, wenn man jetzt hier vorbereitet, das Handy hier noch zwischen. Ist doch, jetzt seht ihr auch mal nicht, das Video aufnehme. Und ihr seht mich, oh mein Gott. Ich hoffe, der Tisch knatscht nicht zu sehr. Das wird uns auffallen. Ja, aber ich finde das eigentlich so schon mal nicht verkehrt. Aber machen wir mal weiter. Jetzt kommt die Drohne. Ah ja, genau, es ist übrigens nur das Vinyl für einen Akku dabei. Wenn man mehrere Akkus hat, hat man Pech gehabt. Ich habe Gott sei Dank, ich habe aktuell nur einen Akku. Deswegen ist das für mich kein Problem, aber das wäre natürlich auch interessant für andere zu wissen, dass hier nur Vinyl für einen Akku dabei ist. Guck mal, da sind zwei Löcher nicht rausgekommen. Da kümmere ich mich aber später drum. Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt hier so sieht, mal gucken, Kamera. Hier sind natürlich schon noch doch noch Ecken. Da muss ich auf jeden Fall nachher nochmal mit einem Föhn drüber gehen oder einem Heißluftföhn, je nachdem, was ich finde, dass ich das hier nochmal ordentlich randrücken kann. Weil sonst kommt da Dreck rein und Staub und dann löst sich das und dafür war das Ganze doch ein bisschen zu teuer. Deswegen, da werde ich auf jeden Fall nachhelfen müssen. Ja. Und ich kann jetzt nur sehen, ob ich ein oder drei Akku habe. 2 und 4 geht jetzt gerade nicht. muss ich mal gucken, dass ich das da... Na doch. So, zack. Ich muss schon sagen, bis jetzt bin ich begeistert. Also es passt doch recht gut. Es hält auch. Problematisch sind halt wirklich nur die Kanten, harte Rundungen, da wo sich das Vinyl ja natürlich auch ein bisschen fester ist. So, Akku-Pack fertig. Machen wir mal weiter. Natürlich die Qual der Wahl. Womit macht man weiter? Ich meine, wenn das jetzt nicht schon geil aussieht, schön Hyperion auf der Drohne stehen zu haben. Ich sag mal, die ganzen Nicht-Borderlands-Fans, die jetzt hier zugucken, die können da nichts mit anfangen. Aber jeder, der Borderlands gespielt hat und gut findet und das Video guckt, der sollte genauso begeistert sein wie ich. Ach, herrlich. Ich meine, man merkt schon, es ist sehr glänzend. Ich hätte gedacht, das Vinyl wäre ein bisschen matter, aber mein Gott, damit kann ich leben. Für die, die es interessiert und das Video noch gucken... Ich weiß nicht, wie spannend das hier gerade ist. Ich will jetzt auch nicht zu viel labern, dass dann halt eher die Leute, die das... also ich denke mal, ich werde ja auch viel Zeit drauf machen. Ich weiß nicht, ob ich alles, was ich erzähle, reinschneide oder einfach mit Ton hinterlege und dann vorspulen.
Weil das soll jetzt hier kein 4-Stunden-Video sein, wie ich hier meine Drohne klebe. Das ist ja nicht wirklich spannend. Diese kleinen Ecken. Ich bin mal gespannt, wie lange die halten. Das ist jetzt mal ein spannendes Teil. Boah. Nope. Das sieht schon besser aus. Ich glaube, das ist noch nicht perfekt. Das könnte ein bisschen höher. Aber ich bin erstmal froh, dass es klebt. Und das sind so Sachen, wenn das nicht hält, dann fliegst du eine Runde mit der Drohne, landest und das Ding ist weg. Und dann hast du da eh eine Lücke drin. Dann ist es blöd gelaufen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Aber ich sag mal, ich habe mich ja vorher informiert und wäre, auch wenn es die einzige Firma war, wo ich mir das Design so wie ich wollte selbst erstellen konnte, hätte ich mich dafür nicht entschieden, wenn auch die allgemeine Kritik oder Bewertung im Internet nicht so gut gewesen wäre. Und das waren jetzt nicht nur eine Handvoll Bewertungen, wo man sagt, okay, die sind gekauft, sondern also die Seite sah schon eigentlich nicht schlecht aus. Man merkt jetzt auch, wird auch, glaube ich, bei dem Teil jetzt sehen, dass auf dem Papier das Design ein bisschen besser aussah, als es jetzt aussehen wird, weil natürlich jetzt hier durch die Wölbung diese beiden Schichten nebeneinander sind, was sie natürlich auf dem Papier nicht waren. So, jetzt habe ich gerade gehört, dass irgendjemand ins Haus gekommen ist. Wenn ich das Video jetzt gleich unterbrechen muss oder jemand reingestimmt kommt, was ich, mit wem ich denn mich hier unterhalte, dann wisst ihr Bescheid. So wie sich das anhört, reißen die gerade eher die Bude hier ab. Gut, dass ich hier nicht wohne. Sondern nur übers Wochenende bin. Ich meine, war das jetzt einfach oder bin ich einfach nur so gut? Zack, direkt an der passenden Stelle. Herrlich. Das freut mich doch. Oh nee, der ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nö. Komm da wieder runter. Jetzt echt noch ein Messer oder sowas holen. Das kann es auch so gehen, oder? Komm ganz vorsichtig. Oh nö. Nö. Okay, es hält. Es hält auf jeden Fall. Lassen wir es vielleicht doch erstmal so. Ja, im Notfall soll man es ja angeblich später nochmal abmachen können und nochmal neu aufkleben. Das ist doch schon eine ganz schöne Frickelarbeit. Jetzt bin ich mal gut drauf. Jetzt muss ich nicht hier an der Seite dran. Jetzt will sie übrigens zeigen, ob ich dieses Teil gut angeklebt habe. Weil wenn nicht, dann wird das jetzt gleich hier nicht passen. Sieht gut aus. Das ist nicht perfekt, aber ich bin mir jetzt mal froh, wenn es klebt. Ja, jetzt sieht man hier, dass das nicht so perfekt hier war. Dass der Sticker hätte einen Tacken weiter höher gemusst, aber ich bin jetzt mal froh, wenn alles da ist, wo es hingehört und hält. Ich muss sagen, sobald man das angedrückt hat, hält das doch ganz gut. Ich bin doch echt positiv überrascht von der Klebekraft. Das ist gut geworden. Also das sieht jetzt auch alles so aus, als müsste es so. Ja, jetzt sieht man natürlich hier irgendwie, diese Linie ist die da und dieses Griffelte wäre mit dem da und hier oben ist auch nicht ganz. Da sieht man halt, dass die, wo theoretisch Optimierungsbedarf beim Design wäre. Aber gut. Ja, und damit haben wir Oberseite fertig. Üben wir zum Schluss. Das heißt, jetzt kommt erstmal die Unterseite. So, ich hoffe, die Drohne nimmt es mir nicht allzu übel, wenn ich sie kopfüber hinlege. Wischen wir mal den Hintern ab hier. So. Also mal gucken, wie das, wenn der Akku leer geht. Ich filme jetzt schon wieder eine halbe Stunde. Aber gut, da sind ja natürlich dann Zeitraffer drin und Cuts vielleicht auch. Aber nicht, dass ich jetzt hier nachher ja, nicht mitbekommen, wenn der Akku voll ist. Akku leer ist. Mhm. Der wird von alleine voll, wisst ihr Bescheid. Ja, ich habe jetzt dieses Reinigungszeug und ich bin hier in einem kleinen, geschlossenen Raum. Und das ist die ganze Zeit auf dem Lappen und dunstet vor sich rum und ich sprühe da regelmäßig nach, wenn es verdunstet. Und ich habe so das Gefühl, dass ich langsam ein bisschen tunnelig werde. Ach ja, was ich noch gar nicht erzählt habe.
Ich habe tatsächlich sogar einen Größteil der Texturen, die ich benutzt habe, um dieses Design zu erstellen, sind Originaltexturen aus der Borderlands-Spielreihe. Also zum Beispiel dieses Graue hier ist eigentlich die Textur für Waschbetonplatten. Deswegen auch hier dieser Riss. Aber ich fand, das sah eigentlich ziemlich geil aus. Und wie wir gesehen haben, dieses Rot-Schwarze ist natürlich auch die Original-Hyperion-Textur. Eigentlich für Wände, für Gebäude. Aber ich brauchte halt große Texturen, damit die auch nachher gut auflösend sind. Und da haben sich natürlich Gebäudetexturen angeboten. Und ja, die haben natürlich dann auch so ein paar Einschusslöcher und Schrammen und so. Das sieht natürlich dann auch insgesamt aus so einer Drohne ziemlich cool aus, mit so einer Kampfdrohne. Da steht natürlich jetzt DJI Maverick. Und jetzt wird er gleich Hyperion stehen. Ist das geil? Das, ja, also ich will jetzt in den Kommentaren nichts hier Negatives hören. Ja? aber ich denke mal, wer macht sich die Mühe und guckt das Video bis hierhin, um dann rumzuheulen? Das will ich ja nicht hoffen, dass es solche Idioten gibt. Gut, Idioten gibt es überall, aber... Nicht schön, aber scheiße. Ich glaube, ich muss den hier doch mal machen. Um da vernünftig dran zu kommen. Jetzt bin ich auch gespannt. Eigentlich wurden hier immer ordentlich alle Klappen und Schrauben und Kleb, dass man theoretisch auch noch dran kommt, falls was sein sollte. Aber ich glaube, mit diesen beiden ist das nicht der Fall. Ich weiß auch nicht, wofür die da sind. Ich bin jetzt nicht so der Elektrischrauber, der so viel Bock drauf hat, einen Drohnen auseinanderzunehmen. Solange ich die nicht auseinandernehmen muss, wenn ich es nicht tue, und auseinandernehmen müssen, wird nur passieren, wenn ich mir irgendwie was kaputt fliegen sollte und was tauschen muss. Aber ich hoffe auch, dass das nicht passieren wird. Weil da habe ich jetzt auch nicht so viel Lust drauf, da irgendwie einer Drohne, die ein paar hundert Euro kostet, irgendwas kaputt zu fliegen und selber reparieren zu müssen. Wobei bei meinem Flugstil gefährliche Sache. Ist nicht auszuschließen, dass das passieren könnte. Ich meine, zwei Flügel habe ich ja schon kaputt geflogen. Das war wahrscheinlich auch mehr Glück als Verstand, dass die Drohne dabei nicht abgestürzt ist. Ey, guck mal hier, da. Die Ecken, die lösen sich schon wieder. Da werde ich wahrscheinlich doch nachhelfen müssen. Guck mal, wie knapp das war. Also, uiuiui. Das hätte beinahe nicht schön so ausgesehen. Aber gut, das wäre einfach so eine kleine Ecke. Wer sieht das schon? Oh, ich hoffe, das hört man jetzt im Video nicht, aber jetzt hat jetzt tatsächlich jemand angefangen, hier vor dem Fenster, wo ich gerade filme, einen Rasenmäher anzuschmeißen. Ich werde bekloppt. Der juckelt jetzt wahrscheinlich immer vom Fenster her. Ich hoffe, dass es nicht allzu störend ist. Wenn doch, tut es mir leid. Und sonst würde ich aufpassen, dass ich halt immer dann, wenn der gerade nicht genau vom Fenster ist, rede. Und dann quasi, wenn er vom Fenster ist, Zeitraffer macht. Oder also Vorspulen. Wow, also ich hätte jetzt echt gedacht, dass diese beiden Runden, über die Rundungen hier, die beiden Stücke schwerer aufzukleben wären. Also ich bin gerade positiv von mir überrascht. Also ich weiß nicht, ob das so einfach ist oder einfach, als ich es mir gedacht hätte oder ob ich einfach nur gut darin bin, sowas so bestickern. Nee, das gefällt mir nicht. Also da muss man jetzt auch sagen, das Stück haben die zu klein gemacht. Wenn ich sehe, dass ich das jetzt hier ungefähr bis so weit zum Rand gemacht habe, wie es gefühlt bei den anderen Stickern war und wie viel Platz ich hier vorne habe. Ich muss ja auch denken, dass hier vorne muss es auch knapp sein, weil das Maul geht jetzt hier weiter. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt so eine riesen Lücke haben zwischen den beiden Stickern. Also da haben sie den Platz ein bisschen falsch spüren lassen. Jetzt, das ist natürlich auch Meckern auf hohem Niveau. Oh, das wird wieder ein spannendes Teil. Uiuiuiui. Uiuiuiui.
Ich muss gleich auch mal auf den Akku gucken. Der GoPro. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall doch mal was zu bemängeln. Man hat vorher nicht gesehen, dass hier die Striche von dem L abgeschnitten sind. Jetzt sieht man natürlich nicht, dass hier Kill steht, so wie bei der Drohne in dem Videospiel. Und auch hier, das ist natürlich jetzt, wenn man den Sticker wahrscheinlich hier vorne bündig macht, dann würde die Linienführung passen, dann ist aber eine riesige graue Lücke. Also werde ich den Sticker wahrscheinlich nochmal einen Tank nach vorne setzen müssen. Aber das ist natürlich dann nicht schön. Also, dass das hier abgeschnitten ist und dass hier das so unpassend ist, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Also, wenn ich überlege, wie gut alle anderen Teile gepasst haben, ist das doch jetzt doch ein bisschen sehr schade. Weil das ist auch, diese Ecken hier werden nicht beklebt, aber diesen Pizzelscheiß, den haben sie gemacht. Ja gut. Egal, kann sein, dass ich dann hier einfach mal mit einem weißen Lackstift auf der Klappe selber drauf schreibe. Das ist ja hier für die Karte. Aber das ist jetzt, finde ich, ein bisschen schade, oder? Dass sie nicht einfach einen Sticker beilegen, der auch noch hier auf die Klappe drauf kommt. Ich meine, diese kleinen Pizzeldinger sind beklebt, aber einen Sticker für die Klappe haben sie nicht. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Das muss ich jetzt auch mal bemängeln. Man kann ja nicht nur alles loben. Jetzt, falls ihr so ein Klackern im Hintergrund hört, ist es jetzt nicht nur, dass jetzt hier noch ein Rasenmäher rumfährt. Nein, es ist auch noch die Pumpe angesprungen. Die rattert jetzt hier. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste die GoPro eigentlich ein bisschen weiter nach oben richten. Ja, wie gesagt, ich bin nicht bei mir zu Hause und ich will jetzt hier nicht so viel Einrichtung filmen. Deswegen müsst ihr damit leben, dass die GoPro, oh Gott, mein Glas ist kaputt, so eingestellt ist, dass ich möglichst nur die Tischdecke filme. Und wenn ich dann mal ein bisschen aus dem Bild sticker, dann tut es mir leid. Jetzt können wir jetzt hier mal mit dem Maul auch gucken, dass das hier ein bisschen besser passt, anders als auf der anderen Seite. Also ich bin nicht hundertprozentig begeistert. Ich muss sagen, auch hier, jetzt wo ich die Lücke hier größer gelassen habe, es passt nicht wirklich perfekt. Also ich sag mal, der Sticker müsste einen Tacken runter und noch einen Tacken nach vorne, also hier und hier unten wahrscheinlich bündig, damit die Linienführung übereinander passen würde, aber also da, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber naja, jetzt sehe ich auch hier mal, das hier müsste eigentlich ineinander übergehen. Das passt ja gar nicht. Und den Sticker kann ich wegen den Schrauben nicht setzen, das heißt, dieser Sticker müsste weiter nach vorne. Das wird mit der Klappe nicht passen. Also hundertprozentig ist das nicht. Muss ich ganz klar sagen. Es ist gut, aber es ist nicht perfekt. Ja, damit ist das auffällig. Dann bleibt nur noch der Bogen mit den Armen. Und ich glaube sogar, so einfach wie das jetzt war, dass dieser Bogen der einfachste wird. Und ich habe mir den zum Schluss aufbewahrt. Ich dachte eigentlich, der wird ein bisschen stressig auf dem kleinen Ärmchen. Genau, was ich zum Beispiel auch sehr interessant fand, ist, dass es tatsächlich auch Sticker gibt, die dann quasi so sind, dass man, dass dieser Schriftzug und dieser goldene Streifen bleiben. Dass man quasi nur das Grau ändert oder nur auf das Grau bestickert und alle Originalschriftzüge und Originalsticker da bleiben, wo sie sind. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum sollte man das tun? Scheint aber gepasst zu haben. Boah, bin ich gut? Bin ich gut? Ist ja so, als würde ich das regelmäßig machen. Meine Fresse. Könnten, falls ihr sowas auch schon mal gemacht habt oder vielleicht sogar von mir inspiriert auch genau bei so ein eigenes Design erstellt und bei Skinnet irgendwie macht, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so gut geklappt hat oder ob es doch an mir liegt. ja, ich denke eher nicht. Ich denke, es liegt nicht an mir. Ich habe einfach nur Glück, dass ich es gerade irgendwie hinkriege. Kann ja nicht immer nur ungeschicktes Fleisch sein. Weil das ist jetzt ungünstig hier. Also irgendwie müsste ich die jetzt so positionieren, die Drohne. What the fuck? Ist das gut geworden? Also, es hätte vielleicht einen Hauch nach dahin gekonnt. Ich habe mich vielleicht einen Hauch zu früh gefreut. Aber
Es scheint zu funktionieren. Da hätte ich gerade fast. Der Stick hat auch, oder das Vinyl hat auch mehrere Schichten und ich hätte beinahe die Schicht gerade auseinandergezogen. Wäre natürlich auch nicht schön gewesen. Das ist so ein Thema ungeschicktes Fleisch. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, dass ich das vorher nicht warm gemacht habe. Ja, ein bisschen Eigenlob muss auch sein. Also da muss ich jetzt sagen, da haben sie es verkackt. Also, die sind alle drei auf einer anderen Höhe. Das ist echt schade. Vor allem, wenn man sieht, auf dem Stickerbogen, die Linie geht perfekt durch. Dass diese Linie wirklich genau da ist, wo sie hingehört. Und aufgeklebt. Nope. Ist bei allen drei an einer anderen Stelle. Das ist echt schade. Das finde ich jetzt echt nicht schön. Oh. Hier soll ich jetzt noch einen Fehler aufdrehen. Und zwar, wenn ihr das so in der sieht, mit dem Spiegeln, mit der Spiegelung der Lampen, da fehlt der Cut. Da haben sie nicht richtig geschnitten, die Form ausgeschnitten. Da werde ich mir jetzt erstmal ein scharfes Cuttermesser oder eine Rasierklinge suchen und hier versuchen, eine gerade Linie zu ziehen, weil sonst kriege ich dieses Teil nicht raus. Da fehlt einfach ein Schnitt. Tja, blöd gelaufen. Naja, es wird funktionieren. Skin ist drauf, auf Fernbedienung und auf der Drohne. Und ja, jetzt mache ich ein kurzes Abschlussvideo. Es hat übrigens super funktioniert mit dem Warmmachen. Ich hätte das vielleicht vorher machen sollen. Weil das war natürlich jetzt viel einfacher, alles zu kleben. Also ich habe jetzt auch hier, man sieht richtig, na, ich weiß nicht, ob es noch auf der Kamera rüberkommt, aber hier diese Rundung hier, einmal mit dem Föhn drauf gehalten, ein bisschen warm gemacht und schon ließen die sich perfekt hier randrücken. Man sieht sogar teilweise ein bisschen die Rauschstruktur der Fernbedienung, weil das warmgemachte Vinyl sich da richtig schön angeschmiegt hat. Hätte man vielleicht von Anfang an machen sollen. Ich habe auch einige Sticker mit nach dem Warmmachen einfach so wieder runterziehen können. Schön ordentlich. Nochmal neu dran und danach hat es gehalten wie sonst was. Also am besten vorher warm machen, nicht erst hinterher. Ja, das soll es dann auch erstmal gewesen sein und